Eieieiei. Schon wieder Post. Na sowas aber auch. Nanu, das Interface ging überhaupt nicht weg. Genau, und das Interface, das wollte einfach bleiben. Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Oh, das fliegt weg, tatsächlich. Dann hatte ich es echt nicht mitbekommen. Das Schiff ist weggeflogen. Ach, wie cool. Okay, wegfliegen haben wir schon mal mitbekommen. Vielleicht bekommen wir es irgendwann auch mit, dass es ankommt. So, Post haben wir. Wie gesagt, Marjorie hat geschrieben. Utwein, wir sind hier in der Abtei Domant in eine Sackgasse geraten. Wir würden gerne mit den ansässigen Drachenexperten sprechen, aber er hat sich an einen sicheren Ort tief in der Abtei zurückgezogen. Leider wird der Zugangsschlüssel zu diesem Raum regelmäßig geändert und niemand kennt den aktuellen. Erinnert ihr euch an die junge Exploratorin Kempel aus Fort Salma? Magistra McKay glaubt, dass sie den aktuellen Schlüssel hat, aber sie betreibt derzeit Forschung in der Silberwüste. Könntet ihr den Zugangsschlüssel für uns in Erfahrung bringen? Um sie davon zu überzeugen, euch den Schlüssel zu geben, müsst ihr folgende Worte wiederholen. Lang lebe der König von Deldrimor. Marjorie. Schreib noch nicht mal alles Liebe oder Hallo und wein, wie geht's dir so? Nee, ach Marjorie. Ach und wein, nimm's nicht so schwer. Wir sollen uns also weiter hier in der Silberwüste tummeln. Na, knack, knack. Genau. Und zwar erstmal im Lager der Standhaftigkeit zurückmelden und beim Pakt-Taktiker Envolt, der steht hier, oh, das ist sogar ein Asura, zurückmelden. Bin sofort gekommen, als ich euer Leuchtfeuer gesehen habe, Kommandeur. War zwar ein Risiko, bei dem vielen Staub und Sand in der Luft zu fliegen, aber offenbar war er gerechtfertigt. Ja, der Pakt behält die Kontrolle über die Bernsteinwanderdüne. Könnte das vielleicht mal... Ah, okay. Ich weiß das zu schätzen, Taktiker. Wisst ihr, wohin Case und Kanach jetzt aufgebrochen sind? Bei Kanach bin ich mir nicht sicher, aber Keith wollte dem Marschall mit den Informationen Meldung machen, die ihr über die Aufstellung und das Verhalten unserer Feinde herausgefunden habt. Informationen sind ausschlaggebend für unsere strategische Planung. Danke, falls ihr sie seht, sagt ihnen, dass ich mich um etwas anderes kümmern muss. Natürlich, Kommandeur. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Das könnt ihr tatsächlich. Ich suche nach einer Exploratorin namens Kempel. Ah ja, sie traf kurz vor euch ein. Sie ist draußen im Feld. Bei einer Ausgrabung, nehme ich an. Ich kann ihre Ausgrabungsstätte auf eurer Karte markieren. Ha, danke, Envolt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Sehr nett von euch. Da haben wir auch jetzt endlich überhaupt unsere letzte Episode abgeschlossen. Case Aufklärungstrupp. Zack, die Mone. Da kriegen wir erstmal jede Menge Loot wieder. Loot ist gut. Das wird ein nettes Sümmchen einbringen. 6 Stück von den Dingern hier. Auch nicht schlecht, ne? So. Dann einmal alles kaputt machen. Und nochmal alles wegbergen. Ja, super. Das können wir hier alles verkaufen. Sehr schön, sehr schön. Unsere Karte weist uns etwas tiefer wieder in die Silberwüste. Aha, zu einem Ort, den wir aus irgendeinem Grund schon frei haben. Warum haben wir diesen Ort frei? Das ist ja merkwürdig. Ich bin niemals hier runtergelaufen. Naja, vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, dass mir das jetzt auf der Karte hier markiert wird. Vielleicht hat er uns gleich mal noch ein bisschen die Karte freigerubbelt. Nun ja. Dann würde ich sagen, ich gehe noch mal ganz kurz hier bei einem Händler vorbei. Hier zum Beispiel dieser, der gleichzeitig auch ein Karma-Händler ist. Mehem der Weitgereiste. Genau, das ist nämlich unser Nachschubsicherungsmeister. So, erstmal Schrott verkaufen, dann das hier verkaufen. Dann kann ich gleich noch mal gucken, was für Rezepte der gerade hat. Eifernder, erhabener Überwurf. Na ja, gut, dann nicht. Tschüss. Ich suche immer noch ein Rezepte für Butter, Nuss, Dingsbums, Gedönse. Teures Food, wozu das Rezept immer hart zu teuer ist. Deswegen hole ich es mir lieber bei ihm. Ah, da haben wir noch einen Paktschwer. Und zwar Bruchan. Bruchan kann uns sicherlich sagen, was für ein Abschnitt jetzt vor uns liegt.
Wir müssen unsere Versorgungslinien offen halten, damit wir unsere Position in der Wüste halten können. Unsere Lasttiere sind ständigen Attacken durch Mordrem ausgesetzt, während sie sich durch die Schluchten zum und vom Lager der Standhaftigkeit kämpfen. Genau, da hat er uns jetzt gerade nochmal alle Lager hier gerade eingekreist. Und das Witzige bei den Pakt- oder Lasttieren ist ja, dass die sich wirklich immer ganz alleine auf den Weg machen. Die haben also ein eingebautes Routing irgendwie, ja. Aber wir können jetzt nochmal versuchen zu helfen, oder? Ja, ich glaube, wir kommen zu spät. Das Tier wird jetzt nicht nochmal angegriffen. Da bekommen wir jetzt nichts dafür, dass wir es doch noch bis hier zu dieser Bastion begleitet haben. Genau, zack, da ist es verschwunden. Wir können uns jetzt aber hier die Bastion holen. Wenn wir schon hier sind, dann holen wir uns jetzt auch einmal die Sehenswürdigkeit. Und natürlich oben den Vista. Dafür gehen wir hier rauf. Dieses Lager ist mittlerweile auf Stufe 2 aufgerüstet worden. So. Ach, wie kommt man denn da nochmal hin? Über da, würde ich sagen. Und auch hier tauchen blutsteinverrückte Bestien auf. Wie kommt man denn da nochmal hin? Der hat versucht, darüber zu fliegen. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es von hier aus schaffen. Genau. Von hier aus geht das. So. Ich hoffe, das war den Leuten jetzt ein Beispiel, wie ich jetzt hier hochgekommen bin. Ja, ich hab's gesehen. Während wir uns das Ganze hier angeguckt haben, sind sie dann doch hier hochgekommen. Das ist ja schön. So, von der anderen Seite. Oh, wir haben da noch eine Sehenswürdigkeit. Die sollte ich eigentlich besser auch noch mitnehmen. Wie gesagt, wenn ich schon auf der Karte bin, dann versuche ich auch 100% der Karte zu machen. Später bei den Hotkarten ist das so eine Geschichte, muss ich sagen. Ah, die Hotkarten sind so krass weitläufig. Moment, wenn wir mal kurz hier die Hühnerhähne wegmachen. Ich würde nämlich gerne den Kaktus ernten. Oh, Kaktusmilch zum Abendessen. Oh, das wäre doch mal was. Ach, verdammt. Da kommt natürlich gleich ein Modrum Wolf hinterher. Prima. Aber hinterrücks hat dein Grid das Ding schon eingesammelt. Aber anscheinend kann man es zweimal einsammeln. So, sehr schön. Ramponierter Stoff. Mhm. Und ein Zypressenschößling, ja. Dass der Stoff hier ramponiert ist, das wundert mich jetzt mal gar nicht. Schneller. Ah, da liegt der Packbulle. Wir können den wiederbeleben. Wenn wir das schaffen, innerhalb der nächsten 40 Sekunden, dann hätten wir bei dem Event sogar geholfen. Jetzt kommt es auf meine Geschwindigkeit an. Erstens müssen die Dinger schnell genug sterben. Auch dieser Modrum Heilkundige hier. So, und jetzt muss ich schnell genug sein. Oh, das geht aber flott. Das geht aber ganz flott. Das ist ja schön. Los, Packbulle, lauf. Wo kommst du denn her? Ach so, da war noch ein Spieler, der uns geholfen hat, hier die Viecher wegzumachen. Gut, Packbulle, lauf. Lauf, Packbulle. Ich muss den Zypressenschößling mitnehmen. Muss ich wirklich. Und wie nah sind wir jetzt schon der guten Campbell? Ah, sie ist da vorne. Na, vielleicht begleiten wir dann jetzt, das mit dem Stoff machen wir etwas später. Es kommt später noch. Na, es ist ein Spieler da, wir versuchen es einfach hier. Oh, aber das ist hier die blutsteinverrückte Bestie, kann es sein? Ja, Legende blutsteinverrückter Verschlinger. Oh, no! Ach du Schande! Ach du Schande! Mach mal irgendwas kaputt hier. Der Heilkundige, genau, das ist ein gutes Ziel. Uiuiuiuiui. Alles klar. Ich glaube, wir nehmen mal lieber unseren Hammer. Kann es sein? So, dann gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jemals diese blutsteinverrückte Bestie hier erledigt habe. Sie nur noch ins Ziel kriegen auch. Genau, man muss ein bisschen aufpassen. Diese doofen Blutsteinfragmente explodieren. Das sind hier so kleine Blutsteinelementare. Da sind sie. Zack, wo sie aufkommen. Da wächst kein Gras mehr, wie man sieht. Und dann explodieren sie auch später noch. So, sehr gut. Haben wir sie wieder aufgestellt. Schneller!
Und gib ihm. Und nochmal. Zack, hup. Die heißen dann nämlich instabiles Blutsteinfragment. Aber sie haben ihn hier wunderbar in die Ecke gedrängt. Das ist doch großartig. So, erstmal zack. Oh, verdammt. Wenn ich mich in diese Richtung... Nein, scheiße. Wenn ich mich in diese Richtung bewege, ist das schlecht. So, alles klar, bin da. Gucken wir mal, dass wir die anderen auch irgendwie hochkriegen. Hier liegt noch einer, alles klar, den haben wir. 25%, das sieht doch gut aus. Ah ja, diese Felder, die sind echt übel. Oh, was? Event ist gescheitert. Ja, das ist Escort-Event. Mir war jetzt tatsächlich die Blutstein-verrückte Bestie hier etwas wichtiger als der arme kleine Lastochse. Ganz alleine hat er den Weg auf sich genommen. Ganz alleine hat er versucht, zur weit entferntesten Bastion hier vorzudringen. Die übrigens, glaube ich, auch gar nicht in Hand des Paktes ist. Oh je, er hat mich. Irgendwie hat er was. Ah ja, hier. Unser Special Action Key, den müssen wir dann benutzen. Nein, ich kacke. Ah, ich hatte keinen Dodge mehr. Scheiße. Ah. Dankeschön. Dankeschön. Oh, da liegt der Nächste. Ich glaube aber fast, dass wir jetzt die Blutsteinbestien wahrscheinlich schneller tot haben. Genau, 4%, 3%. Und das Ding, komm schon, kipp um. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und eine schöne große Kiste haben wir dafür gekriegt. Was ist denn so drin? Einmal was Gelbes, das Fein. Das ist ja fast ein garantiertes Ektoplasma-Bubbelchen. Gut. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter hier in diese Richtung. Doch, die Turmvorräte sind auch schon auf Stufe 1. Nur da vorne, diese Bastion hier und diese Bastion, die sind nicht in unserer Hand. Aber rot und gelb schon. Jetzt wurde auch die Indigo-Höhle hier vom Pakt eingenommen. Schön. Ich laufe es jetzt nur einmal ab. In der Hoffnung, dass ich es dann auch noch schaffe, zu Kempel hinzukommen. Was läuft hier? Veteran Modrum Troll, ja, schön. Den machen wir jetzt aber nicht. Laufen einmal hier durch die südwestliche Silberwüste. Ist es denn wirklich hier noch in Menschenhand? Ja, tatsächlich ist es. Ist es aber, so wie es aussieht, irgendwie nicht mehr so lange. Hier lebt sie noch, Lichtbringerin Osa. So macht man das. Das ist eine von den Signalfackeln, von denen ich erzählt habe. Ich kann mal eine nehmen und kann mal versuchen, hier das... das Kommando anrollen zu lassen. Meines Wissens nach steht das Signalfeuer hier, genau. So, dann seht ihr auch einmal, wie lange es dauert. Luftunterstützung kommt dann in 15 Sekunden. Ich kann eigentlich jetzt... So leicht kriegt man mich nicht. Ja, ja, ich kann jetzt eigentlich nicht hier richtig mitmachen. Sonst muss ich gleich den kompletten Weg wieder neu anlaufen. Weil nämlich die ganzen Skrid-Tunnel gesperrt sind und weil es in der Silberwüste... Genau, richtig. Jetzt ist eigentlich nur noch hier der Modrum-Troll da, oder? Nee, es sind doch noch ein paar andere da. Oh, fuck, es sind zu viele. Zu viele. Utwein, lauf! Utwein, lauf! Genau, Utwein, schneller! Weg mit dir! Die Paktunterstützung hat hier draußen ganz gut geholfen. Aber, ja, jetzt ist die Lichtbringerin gleich auch tot. Hm, schade. Wobei, ich wollte mir doch auch noch hier die... Sehenswürdigkeit holen. Ach, können sie jetzt hier auch eigentlich nicht sterben lassen, ne? Hier ist Yuki Negro von der ATSG, von der Anti-TS-Gilde. Kennt man ja. Aber ich werde hier behakt. Ja, von mehreren. Yuki, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber Yuki sagt auch nichts. Möglicherweise war Yuki AFK. So, ja, hau mal ab, hau mal ab. Oh, Insektenschwärme. Nee, die Modrim-Hülle-Zerschmetterer ist immer noch da. So, bin ich dem ausgewichen, ja oder nein? So, und jetzt aber. Hier im Nahkampf, da geht das etwas schneller. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen, Yuki wiederzubeleben. Da kommt mir noch glatt jemand zur Hilfe, sehr schön. Wie gut, dass wir doch nicht abgehauen sind. Wir müssen auch Osa eigentlich wiederbeleben, ansonsten wird der Pakt sich gleich zurückziehen. Und zwar in 1:07. Oh, fuck, ja, das ist eine Menge, was wir da jetzt eigentlich machen müssen. Wo laufen die denn hin? Ja, die machen jetzt hier draußen Rambazamba, aber pff, das schaffen wir nicht. Das würde ich fast behaupten, schaffen wir nicht mehr. Wenn die nicht jetzt auch konsequent mit reinlaufen, dann ist die Sache hier gegessen.
Alleine reiß ich da drin mal gar nichts. Aber tatsächlich ist der Spieler von der ATSG da. Hätte ja mal was sagen können, ne? Also wirklich. Ach, liegt schon wieder? Oder wurde er gerade nur durch die Gegend gekickt? Okay, und was ist jetzt hier mit dem Schützen? Ist der Schütze reingelaufen? Oh ja. Todesmutig. Todesmutig. Komm, wir versuchen es mal hier mit der Osa. Ganz schnell. Ja, 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 ja. Oh ja. Es reicht ja, wenn wir sie hinstellen. Es würde absolut reichen, sie hinzustellen. So, alles klar. Zack. Osa kämpft jetzt mit. Und es sind auch noch andere Spieler angekommen. Na gut, dann helfen wir jetzt noch schnell, die wachsamen Recken hier wieder aufzustellen. Genau. Ganz reck, alle hier. Ganz reck. Ich würde sagen, ihr erledigt das. Und ich hole mir jetzt hier den Vista. Ups. Signalvoll brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wo ist denn der Vista? Irgendwie außen rum hier. Oder ist der noch weiter oben? Ah ja, man kann hier noch hochhüpfen. So, einmal hier entlang, hier entlang. Hoppa. Hoppa. So, und jetzt gucken wir uns das Spektakel noch von oben an. Von oben. Da kommt die Luftunterstützung wieder an. Aber man sieht es jetzt nur an dem Pfeilhagel. Richtig cool fände ich es, wenn dann wirklich auch... Huch, da hat es geleckt. Wenn dann auch wirklich irgendwelche Packkopter oder Packschiffe ankommen würden. Das fände ich richtig schön. Aber naja. Es ist ja auch schön, dass die... Oh, verdammte Hacke. Schon wieder der Angriff hier. Oh, aber hier in der grünen Pfütze stehe ich ungerne, wenn ich ehrlich bin. Sie sind aber noch hier. Dann helfe ich jetzt ja auch. Dann bin ich auch nicht so ein Arsch, ne? Ich meine, mit ein bisschen Glück müssen wir ja auch nur mit der guten Campbell reden, ne? So. Der ist tot. Da kommt der nächste Troll angerannt. Die nächsten Trolle. Okay. Die nächsten Bösen. Meine Güte, der Pack, der ist hier aber auch unter Beschuss. Herrschaftszeiten. Da hast du aber viel zu tun, wenn du erstmal hier bist, um dem Pack hier zu helfen. Ja, sei mal froh eigentlich, Otwein, dass das jetzt nicht mehr so gerade deine Hauptarbeit ist, ne? So, ich guck mal. Modrim ist eh tot. Sehr schön. Dann beleben wir die Schützen wieder. Ein bisschen halten sie ja auch ab. So richtig doll gut haltbar sind die nicht, aber ein bisschen schon. Letztendlich heißt es auch nur noch 57 Sekunden lang durchhalten. Das heißt, wir können aber bestimmt schon wieder das Signalfeuer benutzen, oder? Ach, solche Macht. So. Ich versuche das mal. Fackel in die Hand. Dann gucken wir mal, ob wir das Signalfeuer für die letzten paar Sekunden noch benutzen können. Und ja, wunderbar. In 14 Sekunden. Also das heißt, dann haben wir nur noch die Hälfte. Gleich ganz alleine zu bewältigen. So. 5 Sekunden kommt wieder Unterstützung. Dann wird hier geschnetzelt. Sehr schön. Und von oben fallen sie. Da kapp ich hier dann aber auch gute Lecks gerade. Und der Heilkundige von hinten hier immer. Das gibt's doch nicht. Wie die Rotsteinbastion. Ja, okay. Aber nicht unsere. Nicht die Bernsteinwanderdüne. Die haben wir eingenommen. Genau. So, wir haben sie eingenommen. Jetzt muss sie ausgebaut werden. Der Versorgungsoffizier läuft jetzt gerade hier raus. Und was man jetzt als nächstes machen müsste, das werde ich aber nicht mehr tun, ist die ganzen Trümmer, die hier jetzt so herumliegen, zu ihm zu bringen. Denn mit diesen Trümmern wird das Fort verstärkt. Oh shit, ich habe aber gerade doch ein bisschen mit Lex hier zu kämpfen, weiß gerade nur nicht warum. Wahrscheinlich ist es gerade einfach ein bisschen zu viel Grafikaufwand für das Aufnehmen. So, deswegen machen wir uns aus dem Weg. Und hier vorne ist ja auch schon die Exploratorin Campbell. Direkt bei einer Heldenherausforderung. Ups, ups. Da ist auch schon einer dabei und macht den uralten Verschlinger. Können wir direkt mitmachen. Das ist nämlich der Boss, den man hier besiegen muss, um die Heldenherausforderung zu bekommen. So, da ist es auch schon. Sehr schön. Und sie, was macht sie? Guckt sie hier, ne? Sie ist völlig unbeeindruckt davon, dass wir hier gerade so ein dickes Vieh kaputt gemacht haben.
und guckt hier am Boden und sucht Dinge. Kommandeur, ich hatte schon vermutet, dass ich euch wiedersehen würde, nachdem ihr mich vor diesen Seraphengeistern gerettet habt. Was führt euch her? Mir wurde gesagt, dass ihr etwas über einen gewissen Abtei-Zugangsschlüssel wüsstet. Oh, den Zugangsschlüssel zum Vorratsraum? Ich schätze, abgesehen von Magister Steinheiler kenne ich den als einzigen. Wir sind in diesen Tagen alle so verstreut. Viel zu viel zu tun. Habt ihr das Passwort? Ich habe es. Großartig, dann, na, was ist es? Das war nochmal... Ah ja, lang lebe der König von Deldrimor. Das ist es! Ihr habt es! In Ordnung, ihr könnt meine schriftliche Kopie haben. Ich habe mir alles ins Gedächtnis eingeprägt. Oh, könnt ihr es mir vorlesen? Also ich meine, meine Augen sind gerade nicht mehr so gut und die Lichtverhältnisse hier... Ein Mann, der beinahe König war, hatte einen Geist zum Kind. Am Handelsposten Hufschläge, geschwind wie der Wind. Und einmal im Jahr in einem großen Feld ein eifriges Kind wächst in der Welt. Es gibt noch zwei weitere Zeilen, aber ich trage sie nicht bei mir. Haha, und ich kann hineingelangen ohne die anderen zwei. Nein, aber macht euch keine Sorgen. Ich habe die andere Hälfte aus Sicherheitsgründen zurückgelassen. Ihr findet sie, wenn ihr die drei Bücher ausstöbert, die auf die sich die Zeilen des Kodierschlüssels beziehen. Und wie funktioniert der Schlüssel? Jede Zeile des Gedichts ist ein Hinweis auf ein Buch in der Sondersammlung. Ihr müsst sie finden und in der richtigen Reihenfolge berühren, um sie zu aktivieren. Sobald ihr sie alle in der richtigen Reihenfolge gefunden habt, seid ihr drin. Tja, ich würde euch gerne folgen, aber irgendjemand hat das Scheißvieh schon wieder losgelassen hier. Gibt's doch nicht, meine Herren. Leute, könntest du nicht mal einen alten Norn hier einfach mal mit einer Dame ein nettes Ründchen plaudern lassen? Nee, ne? Die Welt birgt so viele Rätsel. Jetzt muss ich das nämlich nochmal machen. Hier, lange lebe der König von Deldrimor. Jo, wie funktioniert der Schlüssel? Genau. Ha, verstanden, danke. Seid vorsichtig hier draußen, ja? Ach so, das war es schon. Na naja, gut. Dann ist es das ja eigentlich gewesen. Ja, wir müssen das Ganze jetzt nicht mehr durchsuchen, sondern wir sollen zur Abtei Domant und nach Ogden Steinheiler suchen und uns da außerdem noch mit Marjorie und Kasmir treffen. So, ich weiß, dass das nächste, was folgt, ein etwas größeres Kapitel ist, deswegen würde ich fast sagen, wir laufen jetzt zumindest nochmal hier rüber, nachdem wir ja beim letzten Mal nicht in der blauen Bastion hier drin waren. So, und nehmen auf dem Weg noch ein bisschen zu Pressenholz mit, erkunden noch mal ein bisschen die Karte, bevor wir das dann machen. Denn wie gesagt, wir werden danach etwas längere Zeit nicht in der Silberwüste sein. Da macht das doch eigentlich Sinn, wenn wir die Sachen jetzt mitnehmen. Genau, plop. Ja, gefällt wie von einem echten Baden. Ottwein, du machst dich. Ich muss schon sagen, das, was du hier so auf der Flöte von dir gibst, ist gar nicht mal so schlecht. Die Sehenswürdigkeit ist unterirdisch, da können wir gerade noch gar nicht hin. Also wir könnten jetzt schon, aber es macht einfach keinen Sinn. Wir werden innerhalb der Geschichte schon dahin kommen. Keine Sorge. Volltreffer! Ha, Volltreffer! Ob ich hier überhaupt reinkomme? Vielleicht mache ich erstmal hier den Modrum kaputt. Hallo, Terrorgreif! Keine Ahnung, wer den vorher schon so zerlegt hat. Aha, ich würde sagen, dieser Spieler hier. Um übrigens ein, da oben ist noch eine Dschungelranke, um ein Fort, was einmal in Hand des Feindes ist, zu töten, um zu drehen, Entschuldigung, muss man töten, genau, muss man töten. Und zwar vor allen Dingen die Dschungelranke, die dann hier in der Mitte ist, das ist so ein Riesenviech, wird aber bewacht von vielen Kleinen. Und bevor man die mittlere angreifen kann, muss man dann erstmal die ganzen kleinen Dinger wegmachen, okay? Ich helfe hier nur ganz kurz mit. Ich bin dann gleich auch wieder weg. Also was da jetzt gerade drüben anrollt, tut mir leid. Da müsst ihr euch selber durchkämpfen. Och komm, Roger, das macht doch so Spaß. Ach, und okay. Und wenn die sind schneller als du. Guck mal. Ach, guck mal, wie effizient die hier gerade alles töten. Wunderbar. Tja, aber ich habe das Event mitgekriegt. Ja, da hast du allerdings recht. Hier ist eine Modrum-Hülle. So, was haben wir hier unten noch? Eine Sehenswürdigkeit. Sehr schön, die nehmen wir noch mit.
den trockenen Steinbruch und dann laufen wir ganz schnell hier wieder rauf. Das finde ich ein bisschen doof, dass man das Ganze so weit umlaufen muss, um dann wieder raufzukommen. Selbst hier kommt man dann jetzt noch nicht rauf, sondern muss bis zum Ende der Treppe laufen. So, aber dann geht's von hier aus weiter. Und vielleicht kriegen wir sogar noch was von dem Veteranentroll ab. Oh, nee, doch nicht. Die sind super schnell da drüben. Und, da kommt noch ein Hammer an. Ach, sehr schön, da kam doch noch ein Hammer an. Super. Ein richtiger Modrim-Jäger hier, hm? Aber auch dieses Event haben wir mitgemacht. Sehr schön. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier durchrennen können. Denn da oben ist ja ein Vista. Und da hinten ist noch ein Heldenpunkt. Weil ich da nicht ganz genau weiß, ob dieser Heldenpunkt oberirdisch ist oder unterirdisch. Wartet mal, lasst mich mal ganz kurz gucken. Nee. Es gibt später ja noch einen Bereich. Also wir kommen noch hier hin und wir kommen unter die ganzen Silberwüste. Aber sonst meine ich, kommen wir nur noch in diesen Bereich hier hinten hin. Aber dann muss diese Heldenherausforderung irgendwo noch hier sein. Und dann versucht der Utwein natürlich, sie auch mitzubekommen. Alles klar, einmal hier durch. Die ignorieren wir geflissentlich. Ha! Außerdem kämpfen hier auch Modrim und Salamander gegeneinander. Das sollen sie mal ruhig tun. So, reichhaltige Mithril-Ader lassen wir natürlich nicht stehen. Die einheimischen Squid haben ihr Tunnelsystem für Reisende geschlossen. Ach, wie schön. Das ist aber nett. Und noch ein drittes Mal. Ich muss mal gucken, wenn der Utwein jetzt noch weiter viel spielt, muss ich dem eventuell mal die Abbauwerkzeuge von meiner Elementarmagierin geben, weil die hat nämlich die aus dem Gemstore mit dem... Oh, scheiße, das wäre fast daneben gegangen. Mit denen man auch Magie zusätzlich noch abbaut. Und das ist natürlich auch besonders fein. Magie kann man immer gebrauchen und denkt dran, heute Abend gibt es die nächste Episode der Lebendigen Welt Staffel 3, die finale Episode und wir können davon ausgehen, dass es eine neue Karte geben wird und könnt direkt schon mal alle Sachen, die ihr eventuell braucht, um auf der neuen Karte dann direkt noch mehr abzubauen und sicherlich gibt es dann da auch bestimmt wieder irgendwelche Ringe, Accessoires oder Rückengegenstände zu tauschen für Magie und die Kartenwährung, insofern direkt vorsorgen. So, das kennen wir ja alles schon, das haben wir ja alles schon gesehen. Ach, wartet mal, der Heldenpunkt ist unten? Wirklich? Genauso wie, unten könnte jetzt aber auch einfach heißen, einfach etwas tiefer als mein Niveau hier, ne? Aber dann fliegen wir einfach mal in die Richtung, gehen wieder zurück auf den Boden und gucken mal, wo denn jetzt der Heldenpunkt sein soll. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass der nicht hier oberirdisch ist, sondern wirklich komplett unterirdisch. Wie soll ich denn da hinkommen? Ach was, es ist ein duftender Kaktus hier in der Ecke. Naja gut, der ist ja besonders groß, nicht wahr? Dieser seltsame Kaktus trägt Früchte, denen große Kraft innewohnt. Tja, mal pflücken und essen, würde ich sagen. Und essen. Ha, das war's schon. Knickknack, ich fühle mich auch gleich viel stärker. Ach so, na dann. Dann gucken wir mal. Oberirdisch haben wir hier fast alles. Fast alles, weil man erst am Ende des Events zum Beispiel hier hinkommt. So nach hier hinten, ganz hinten. Was uns jetzt aber noch fehlt, ist tatsächlich... Oh, hier vorne. Oh, so einiges. Einmal da, einmal da. Wollen wir das jetzt noch ablaufen, Utwein? Wie gesagt, eine Wegmarke haben wir nicht. Da müssen wir schon nach ganz vorne. Oder wir benutzen jetzt... die Script-Tunnel sind wieder verschlossen. Waren die nicht gerade eben aufgegangen? Wie doof. Wir gehen zum Lager der Standhaftigkeit. Und oder? Nee, wir gehen direkt zur Abtei Domant und machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß mit der lebendigen Welt, ihr Lieben.